So, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Show bzw. Mod-Vorstellung oder wie auch immer man es nennen soll. Jedenfalls spielen wir heute den König der Löwen-Mod. Und ja, wie man sieht, ich habe mich wieder ein bisschen hier vorbereitet. Wir haben eine schöne Rüstung, schöne Waffen, ein bisschen Gold, Äpfel, Ponybike ist wieder dabei. Und da ist schon das, was wir suchen. Also diese Welt hier habe ich gerade neu erstellt. Ja, das hier ist, das Gebäude ist direkt am Spawn. Das ist nämlich ein Kino und da gehen wir jetzt mal eben hin. Da sieht man schon den Ticket-Lion. Bei dem müssen wir uns jetzt nämlich ein Ticket kaufen. Ach ja, und Installation, ja, eigentlich ganz einfach. Ihr braucht Forge, dann ladet ihr euch den Mod runter, packt den in den Mod-Ordner und fertig. So, hier haben wir den Ticket-Lion. Den geben wir jetzt einen Goldbarren. So, jetzt haben wir ein Ticket bekommen. Damit gehen wir dann in das Kino. Hübsch. Und irgendwo, genau, hier war eine Kiste, da ist, was haben wir hier? Da ist, glaube ich, immer was anderes drin. Ticket Line Suit haben wir hier, ein, beziehungsweise zwei Bücher, Gold Nugget. Keine Ahnung, ich nehme das einfach mal mit. So, und Moment, können wir eigentlich nur mal eben so zum Spaß. Ich reiß mal eben dem seine Bude hier ab. Stirb! Oh. Gut, damit ist das Kino dann wohl für heute geschlossen. Jedenfalls haben wir hier jetzt das Lion King Ticket. Das können wir auf dieses Portal hier anwenden und tada, haben wir ein Portal, da stellen wir uns rein. Eine Animation gibt es leider nicht, wir warten einfach. Und dann kommen wir heraus in der Savanne und da sehen wir schon die ersten Löwen. Und ja, man sieht schon, es sieht ein wenig anders aus. Es gibt ziemlich große Blumen, die genauso groß sind wie wir. Ein paar Bäume, also andere Bäume. Da sind Löwen, da sind ist ein Nashorn. Und hier haben wir eine Kiste. Da ist das ja, Book of Quests ist da drin. Wenn wir das mal... Ach, das war das eben auch schon da? Keine Ahnung. Wenn wir da mal reingucken, das ist ja unser Questbuch. Da haben wir einmal Rafikis Quest, dann gibt es noch Outlandish Scheme, keine Ahnung, so weit war ich noch nicht, ich habe das nur mal kurz angespielt. Hier können wir zum Beispiel irgendwelche Sachen reinpacken und dann, ich weiß nicht, geht das hier mit? Ja. Dann kriegen wir hier immer Informationen, was das ist und falls man damit was craften kann, kann man das hier auch nachgucken. Und ansonsten, ja, hier steht die, stehen die Koordinaten von unserem Portal. Ja, wenn wir das verlieren, können wir normales Buch und Lion Fur ist, glaube ich, Löwenhaut oder so, Löwenleder, ich weiß nicht genau. Können wir zu Rafiki bringen, dann kriegen wir ein neues Buch. So, jetzt gucken wir erstmal Rafikis Quest. Wir sollen mit Rafiki sprechen in seinem Baum, der im Zentrum der Welt ungefähr steht. Zentrum der Welt, wer grunzt hier eigentlich so? Seid ihr das? Seid ihr böse? Nein. Ach, hier ist übrigens auch ein umgestürzter Baum, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Ja, jedenfalls, das Zentrum der Welt, das ist um die Koordinaten 0, 0. Ich weiß gar nicht genau, wo wir... Achso, Moment. Ich kann ja hier gucken. Wir sind bei 155, 385. Die Frage ist nur, in welche Richtung müssen wir jetzt? Da muss ich doch mal eben hier gucken. Zentrum der Welt. Das heißt, wir gehen in diese Richtung. Diese Richtung müsste richtig sein, ja. Dann suchen wir jetzt erstmal Rafikis Baum. Und ich kann jetzt auch schon mal das Ponybike nehmen, aber ich denke mal, wir laufen erstmal ein bisschen rum und sehen uns ein bisschen was um. Hier ist schon die erste Höhle. Und ich würde sagen, wir schlachten doch erstmal einen Rhinoceros, oder? Stirb! Mich wundert es eigentlich, dass die mich gar nicht angreifen. Ich bin doch im Survival, ja. Keine Ahnung. Ja, Höhlen gibt es hier auch, wie man sieht, da ist auch schon Kohle. Der Stein ist ein anderer als in der normalen Welt. Ich weiß gar nicht genau, ich baue mal was ab. Was haben wir jetzt hier? Pride Stone, okay. Ja, Kohle ist ganz normal. Ach so, Fackeln mache ich noch mehr. Ach ja, und man sieht auch hier, es gibt jede Menge neue Items. Keine Ahnung, hier ist Mais und irgendwelche Rüstungen aus Silber und Peacock. Peacock ist doch ein Fasan, oder? Wie auch immer, keine Ahnung. Zebrahide, keine Ahnung, was das ist. Federn, verschiedene Federn. Ein Dartshooter. Ach ja, den Dartshooter muss ich auch noch zeigen. Mit den Explosivpfeilen. Die sind, glaube ich, das Beste am ganzen Mod eigentlich. Hakuna Matata Crystal. Rafiki Coin.
rohes Rhino. Jedenfalls jede Menge neue Sachen gibt es hier. Ich hole mir gerade mal ein paar Fackeln. Fackeln. Hier die Bücher brauchen wir jetzt gerade nicht. Erkunden wir doch mal die Höhle. Denn die ist auch schon wieder vorbei. Nein, wir gehen mal ein bisschen tiefer rein. Wir brauchen nämlich für die erste Quest, das weiß ich schon, 64 Hyänenknochen. Da haben wir auch schon eine Hyäne. So, da haben wir schon mal... Oh, 8 Knochen. Achso, ja gut, ich habe unser Schwert, das hat Plünderung 10. Das heißt, die Knochen sollten wir relativ schnell zusammenkriegen. Und Tyrion passt jetzt gerade nicht so wirklich hier zu. Ich mache irgendwo ein Lied weiter. Ja, ich... Au, 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 Hilfe. Au, au. Stirb. Alter, die schmeißen aber richtig Knochen ab. 17 Knochen. Na, aber wie gesagt, Plünderung 10, das lohnt sich scheinbar schon ziemlich. Und ja, die Hyänen treiben sich immer ganz gerne in... Ja, hier ist Ende. In solchen Höhlen rum. Und ich glaube, nachts spawnen die auch an der Oberfläche. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich immer mal ein paar Rudel da gesehen. Aber wir machen uns erstmal weiter auf den Weg zu Rafiki. Ich weiß gar nicht, da kriegen wir dann, glaube ich, noch irgendein... Oder doch nicht? Ich habe es gerade erst gespielt, also angetestet, aber ich habe es schon wieder vergessen. Das sind normale Viecher, da sind ein paar... Oh, da sind Hyänen. Stirb! So, ja, ich weiß nicht, was haben wir hier? Das sind kleine... Springböcke oder was auch immer. Die machen aber ein komisches Geräusch. Und ein... Wo? Ah, stirb. Ein Zebra. Hä? Machen die Zebra dieses Geräusch? Tatsache. Das hört sich aber gar nicht wie ein Zebra an. Das hört sich eher... Keine Ahnung. Wie eine quietschende Tür oder sowas. Na gut. Tot. Danke für die Knochen. Oh, und da haben wir hier, wie heißt der noch? Der komische Beratervogel. Ich habe aber seinen Namen vergessen. Jedenfalls macht er Geräusche. Hey, kleines Vögelchen. Oh. Eine gelbe Feder hat er uns da gelassen und auch eine blaue. Nehmen wir doch mal mit. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Aber solange Platz im Inventar ist, stirb. Können wir es hier mitnehmen? Oh, Giraffen. Ja, stirb. Na, ihr Giraffen? Kopf ab. Kann man die am Hals nicht treffen? Die machen auch kein Geräusch, außer diesen Hitmarker-Sound irgendwie. Ups. Und ein Löwe. Und ein Ruckeln. Ja, du Kleiner. Komm mal hier. Bist du mir jetzt böse? Oh ja, shit. Geh weg. Oh, ich muss auch noch was essen. Ziehen wir uns mal einen goldenen Apfel rein. Ach shit, der goldene Apfel ist ja nur für Gesundheit und... Ach, naja. Fresse ich halt ein paar mehr davon. Ist ja egal, wir haben ja genug. So, hier haben wir weitere Blümchen. Und hier kommen wir jetzt in die richtige Steppe oder Savanne oder was auch immer. Und hier haben wir... keine Ahnung. Jedenfalls machen die genau dasselbe Geräusch wie die Zebras. Was haben wir denn hier? Da sind jede Menge Hyänen. Gemsbock. Au, 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 geh weg. Gemsbock Horn und Gemsbock Hide. Hide, geh weg. Geh weg. Das ist meine Savanne. Stirb. Meine Savanne, geh weg. Du auch. Du auch. Geh weg. So. Ist alle tot jetzt hier. Du auch, geh weg. Geh weg. Das ist mein Baum. Stirb. Ich habe einen Sprachfehler. Okay. So. Ach, die fliegen auch. Hui. Und Achsenkopf. Okay, den anderen lassen wir mal leben. Gut, ich weiß auch gar nicht, was wir hier für Bäume haben. Ich guck mal, was das für Bäume... Ach, das sind die komischen Gemsböcke hier. Was haben wir denn hier? Das ist... Akazienholz, okay. Das waren diese dunklen. Was ist denn das da? Ich glaube, es gibt jede Menge neues Holz, aber... Ich weiß nicht, also es gibt noch Mango- und Bananenbäume, habe ich schon irgendwie gesehen. Was ist das hier? Rainforest. Okay, Regenwald.
Holz. Und das sind, glaube ich, hier Bananen. Gucken wir mal eben. Das sieht ziemlich bananenmäßig aus. Banana. Ja, das sind Bananen. Nehme ich davon auch noch mal ein bisschen mit. Theoretisch müsste das dann jetzt ja Bananenholz, genau. Und da ist Rafikis Baum. Und da gehen wir jetzt hin. Oh. Oh. Timon und Pumba. What the fuck? Gack. Hey Freunde, was geht mit euch? Kann ich... Hey Pumba. Wer ist das? Kann ich mit euch reden, Timon? I don't know. Do you think we can eat him? Nein, ihr könnt mich nicht essen. Aber ich könnte euch essen. Natürlich können wir ihn nicht essen, ihr Idiot. Lie down before you hurt yourself. Ach, ein Krokodil. Das Krokodil frisst das Rhinoceros. Töte es! Alter, was macht denn das für Geräusche? Aua! Au! Dreck! Das ist mein Rhinoceros-Horn. Geh weg. Du auch. So, jetzt habe ich hier gerade nicht mitgelesen. Moment. Wir sind wirklich hungrig. Denkst du, du kannst uns etwas zu essen finden? Guck mal, das ist eine schreckliche Idee. Das wird niemals funktionieren. Warte eine Minute, ich habe eine Idee. Du da. Denkst du, du könntest uns etwas zu essen suchen? Unser Lieblingsessen sind Käfer. Besonders diese blau gestreiften that hide under logs, die sich, wollte ich gar nicht, die sich unter Logs verstecken. Wenn ich jetzt wüsste, was Logs sind, ist das, wäre das natürlich super. Na gut. Hör auf, Pumba. Du bringst meinen Mund zum Laufen, wie auch immer. Egal, du da. Wenn du uns etwas, ein paar Käfer zum Essen bringst, können wir dir vielleicht etwas als Gegenleistung anbieten. Okay. Käfer für Timon und Pumba. Ja, ich weiß gerade nicht wirklich, wo wir Käfer herbekommen. Ein Löwe. Gut, Löwe ist kein Käfer, ja. Wie gesagt, ich könnte mir jetzt mal eben hier Käfer holen. Käfer irgendwo. Bug. Das ist schon mal ein Käfer. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr Käfer gibt. Was ist denn das hier? Kivolite Ingot. Was ist denn Kivolite? Keine Ahnung. Gibt es hier noch mehr giftiges Puder?